Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Auf jeden Fall wird heute wieder mal ein richtig krasser Dog. Ich freue mich auch schon richtig. Das ist ja übrigens der Firefox, mein Fohlen. Aua. Also Fohlen ist kein Fohlen mehr, sieht man. Aber ich nenne mir immer Fohlen, weil das so kleine Babys. Also wir reiten ihn gerade an, er ist schon 5, aber er ist eine Mischung aus Araber und der Sturm da hinten, habe ich in irgendeinem Video schon mal gesagt. Und deswegen war er so zärtlich und da hätten wir nicht anfangen können. Aber jetzt ist es soweit, das heißt, ich werde bald nur ein drittes Pferd zum Reiten haben, eben den Firefox Champion. Weil das ja nicht genügt, haben wir uns, also meine Mama und ich, entschieden, dass wir nur an Zuwachs kaufen. Und zwar ein Pferd für mich. Und das werden wir heute holen. Jetzt hat er einfach mal hoch das Schritt. Das werden wir heute holen. Und ich freue mich natürlich schon voll. Ich werde jetzt noch nicht so viel über ihn verzählen. Ein wenig war es natürlich schon. Aua! Es ist ja nur so ein Platzproblem bei uns. Ihr denkt euch vielleicht so, Alter, die haben schon, also wir wissen ja, wir haben nicht so ein Pferd. Wir haben ziemlich viel. Unsere Ställe sind gefüllt. Wo wird das Pferd stehen? Ich zeig's euch ja dann gleich. Genau, das ist nämlich ja so ein Ding, was wir überlegt haben. Also heute ist mir das Pferd vom Robin da. Das wird jetzt da beim Führerstall drüben stehen. Wo dann eben mein Pferd hinkommt. Mein Pferd. Ich muss sagen, ich bin da einmal geritten und... Ja, warte mal. Da. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Okay, also ich bin da einmal geritten. Nein, ich möchte gar nicht so viel verraten. Das mache ich im nächsten Video, aber ich wollte eigentlich das Pferd gar nicht. Aber ich hatte dann trotzdem für dich entschieden und... Krasse Story. Weil das nicht schon aufregend genug ist, weil das ja ein Pferd dazu kriegen, hat der Pink Panther sein Eisen verloren und ich fahre morgen aufs Turnier. Und mein Papa ist ja Hufschmied, der muss das jetzt noch draufnageln. Da muss ich jetzt noch schnell mithelfen. Und dann muss ich noch ins Stradivari retten und dann fahren wir endlich los! Ganz toll machst du das. Also, mein nächstes Pferd wird im Viererstall stehen. Das ist der Stall, wo man vom Hof kommt. Also da sind die eigentlichen Pferde. Also dort sind unsere Hauptpferde. Und hier stehen meistens die Patienten oder Gäste. Kommt drauf an. Und da wird jetzt mein Pferd vorübergehend stehen, weil bei uns die Buchsen im Hauptstall voll sind. Also alle besitzt. Und genau. Also man sieht, die ganzen Buchsen sind da voll. Da drüben auch natürlich. Okay, es geht los. Wir hängen gerade den Hänger an. Und genau. Why am I still here and waiting for us to happen? Cause you never want it. Everything I loved about you I probably imagine. Cause we never had it. Funny it's been so long. And so there's nothing that's changed. Thank you.
Okay, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen, beziehungsweise euch hat mein Pferd auch gefallen. Genau. Also die Fahrt war gestern eigentlich ganz okay. Er war ein wenig nervös. Also sehr nervös eigentlich. Aber während dem Fahren hat er dann gar nichts gemacht. Und jetzt schaut er sich eben gerade die Pferde an. Und ist noch ein wenig nervös. Aber er kommt schon langsam runter. Und genau, im nächsten Video werde ich viel über ihn erzählen, wie wir auf ihrem Kummer sind, weil er war ja nicht meine erste Wahl. Ich bin schon viel andere Pferdprobe geritten und habe mich natürlich dann auch für anders entschieden. Aber ja, dazu dann in meinem nächsten Video auf jeden Fall mehr. Und genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.